einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute 6.30 Uhr, nicht 5.30 Uhr wie sonst üblich, da es die ganze Nacht hier sehr stark geregnet hat, gewittert hat. Zwischendurch hört es sich an wie Hagel. Und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist heute Morgen. Man sieht es dorthin in Richtung Königstein schön, wie der Morgennebel aufsteigt. Es soll laut Wettervorhersage wohl mindestens den Vormittag immer wieder Regen und Gewitter geben. Deswegen werden wir gleich mal gucken, wann und wo wir hier loslegen. Aber rein optisch mit diesem aufsteigenden Nebel ist das doch schon sehr schön. So hier aus dem Bett rausgefilmt. Da wir querlüften, zieht es gerade ein wenig. Jetzt gibt es erstmal Kaffee und Frühstück und dann sehen wir weiter. Also, bis gleich. Jo, Frühstücken haben wir jetzt hinter uns gebracht. Den Kaffee auch. Die Stimme ist wieder richtig da. Jetzt ist es leider wieder am Regnen und Gewittern. Daher werden wir jetzt erstmal einen lauen Lenz machen hier, bis das Ganze vorbei ist. So, wir sind mittlerweile unterwegs. Regenwahrscheinlichkeit 10-20% ist ja nicht viel, aber seitdem wir hier sind, regnet's. Macht aber gar nichts. Regenjacke an und los geht's. Erstmal Richtung Lattengrund und wenn alles gut läuft, weiter über die Schrammsteinstiege. Also ein bisschen interessanter vom Aufwand des Weges. Der Einstieg hier beginnt schön mit Treppen, damit die Beine auch sofort warm werden und sämtliche andere Muskeln, die man braucht. Aber dieses satte Grün mit dem nassen Waldboden, dem Moos, den Farn, wirklich schon wunderschön wieder auf den ersten Metern. Jetzt habe ich hier abseits gerade so eine Steinformation gesehen. Muss ich mal kurz abbiegen. Der Marvin wartet auf mich. Ganz nett, dass er nicht direkt weg ist. Aber das ist doch klasse. Kann man sich auch mal unterstellen. Ich hoffe, man erkennt was, wenn es zu stark regnet. Naja, jetzt geht's zurück. Da hinten, wo es leuchtet, ist der Marvin. Habe ich schon erwähnt, dass hier unheimlich viele Stufen sind. Und da wir heute 2 Stunden später los sind als sonst, leider auch schon einiges an Leuten, die laut sind. Habe ich heute schon erwähnt, wie beeindruckend das hier ist. Leider ist meine Brille beschlagen. Ich hoffe, es sieht alles gescheit aus. So, hier geht es jetzt wieder so schön direkt an den Felskanten vorbei. Und auch drunter her. Ich kann nicht alles filmen hier. Und den Eindruck, wie es wirklich ist, sowieso nicht vermitteln über die Bilder. Aber es ist definitiv ein Besuch wert. Also wer gerne spazieren geht, ist hier schon begeistert, weil es ja verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Irre. Irre, irre, irre. Und hier wieder so ein paar Meter vom Weg ab. Nächste Felsspalte. Herrlich. Hier nochmal so ein kleiner Schwenk, wo der Marvin mich gerade darauf hingewiesen hat, dass das doch auch super aussieht. Mit dem Nebel auch dazwischen und runter in diese Schlucht. So, die erste große Aussicht des Tages. Einmal links ein Stück der Schrammsteine. Und einmal dort rechts ein Stück der Schrammsteine. Durch die Unwetter, was vor 14 Tagen war, und auch heute sind so einige Bäume umgekippt hier, deswegen fehlt wahrscheinlich die ein oder andere Markierung. Aber hier der Aussichtspunkt an sich ist schon klasse. Wir haben erst gedacht, hier geht der Weg weiter. Aber wie ihr vielleicht erkennen könnt, gehen wir jetzt nicht hier runter,
sondern die nächste Gabelung links und komme dann auf der Seite her. Ja, hier liegt dann auch mal so ein kleines Bäumchen im Weg. So, hier geht es weiter. Und jetzt gleich geht es dann endlich zwischen die Felsen. Wir gehen immer noch weiter Richtung Schrammsteinaussicht, kommend vom Lattengrund aus. Also man bräuchte hier einen anderen Winkel zum Filmen, aber habe ich nicht. Daher gibt es das immer so ein bisschen im Schwenk. Und so richtig kann man es eh nur wahrnehmen, wenn man vor Ort ist. Das kennt ihr. Einfach schön. Habt ihr gehört? Marvin möchte nicht im Video sein. Kann ich nachvollziehen, kein Problem. Also wenn man vom normalen Weg mal links und rechts schaut, sind solche kleinen Blockaden, wo man aber drüber gehen kann. Zu so speziellen Aussichtspunkten. Und zwar geht es dann hier so hoch. Lohnt sich in der Regel immer. Aber sehen wir jetzt gleich. Und so sieht es jetzt hier aus. Ich sehe jetzt gerade das Display der Kamera nicht, weil ich die so steil halten muss. Und auf der anderen Seite geht es jetzt wieder runter. So schön geschlängelt. Und dann geht es wieder hoch. Das ist hier stetiges Auf und Ab. Man macht ein paar Meter mehr, aber man wird definitiv dafür auch belohnt. Marvin sagte gerade auch, er fühlt sich wie in Singapur im Regenwald oder sonst was. Dadurch, dass wir halt jetzt deutlich über 20 Grad haben und dass hier so eine extreme Schwüle ist. Wir sind ja schon klatschnass. Jede Anstrengung hier ist mit massiven Schweißausbrüchen gepaart, weil wir so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Also diese Nebenwege hier, Hammer. Wird wahrscheinlich wieder ein Video mit Überlänge, ich weiß auch nicht. Vielleicht auch erst so ein zweiter Teil, keine Ahnung. Ihr werdet es am Ende sehen. Wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt wieder so ein Zuweg zum Klettersteig. Und Marvin wartet eben unten. Aber ich wollte mal gucken, wie weit man hier auch ohne Kletterausrüstung kommt. Aber ich denke mir, dass gleich Schluss ist. Dafür muss ich jetzt die Kamera kurz weglegen. So, da bin ich jetzt hoch, hier so. Aber jetzt hier ist eine Höhe von 3 Meter nochmal vielleicht. Aber da verlässt mich der Mut, weil es doch dadurch, dass es nass ist, auch recht schmierig ist. Und rauf ist nicht so das Problem, aber heide wieder runter. Daher drehe ich jetzt hier lieber um. Hinter jeder Kurve hier eine Sehenswürdigkeit. Und schaut euch mal die Farbgebungen an. Das ist echt toll. Und das ist gar nicht so bröselig, wie man meint. Also schon recht fest für Sandstein. Man müsste schon grob dran gehen. Ja, jetzt war gerade der Akku leer. Also ich wollte nur sagen, hier die Steine sind gar nicht so bröselig, wie man meint. Außer bei diesen Kasperköppen, die hier mit Messern oder was auch immer ihre Namen reinritzen. Leidet der Stein, aber ansonsten so, wenn man mal mit der Hand drüber geht, überhaupt nicht. Ist recht fest. Wir waren jetzt ja die ganze Zeit hier auf dem Malerweg und auf dem Jägersteig, so ein bisschen abwechselnd. Beziehungsweise parallel lief das ja. Und gehen jetzt aber weiter hier auf den Wildschützensteig, weil das der Anschluss unserer blauen Route ist zur Schrammsteinaussicht. Und zwar da hoch. Und der Marvin wird gerade von den Mücken hier gefressen. Der muss echt gutes Blut haben. Der Marvin hat gerade gesagt, er will mich da reinschmeißen, weil ich gelästert habe wegen den Mücken. Und dann schmeißt er einen Schlüssel weg. Ja, nur mit Spaß geht's weiter. Am 15.06.1913 wurde diese Hütte von der Forstbehörde erbaut für die Bergsteiger-Samariter-Abteilung. Jo. Nette Hütte. Brauchen wir heute hoffentlich nicht. So, und ab jetzt, ich meine, war die Nacht ja geschüttet, hier ist wieder was weggebrochen, geht es aber auf das noch schönere Stück, was hier so ein bisschen klettermäßig ist. Da freuen wir uns schon drauf, aber da muss ich die Kamera komplett wegpacken. Also, bis später. Ich benutze ja ungern das Wort geil, aber Leute, wie geil ist das denn? Auch schön, hier sitzt eine Libelle in der Sonne, in den ersten Sonnenstrahlen, die hier schön drauf kommen und wärmt sich. Ich glaube, viel näher kann ich nicht dran gehen. Wunderschönes Tier.
oder Insekt. Hier geht's zu dieser Schrammsteinaussicht deutlich hoch. Ich drehe mal die Kamera jetzt einfach bis nach oben. So, jetzt zeige ich die Kamera gerade hoch. Also ist echt toll. Jetzt geht man echt so durch die Felsspalten hier. Habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Ist so 80 bis 100 breit, würde ich sagen. Und viele Bienen, komischerweise. Ich weiß nicht, warum die hier sind. Nächste Ecke, nächstes Highlight. Oh, ich schlänge mich jetzt hier gerade so einen Trampelpfad her, der nicht ganz ohne ist, finde ich. Da der Boden auch recht weich und matschig ist. Ups, ja. Nur eben bis da vorne an die Kante. Weil an dem Steig da vorne ist gerade ein recht hohes Verkehrsaufkommen. Die klettern da alle wieder runter und gehen nicht weiter. Vielleicht endet der aber auch oben und man muss wieder runter, das weiß ich ja nicht. Aber hier, ja gut, hier gehe ich jetzt nicht weiter, weil das ist mir wirklich zu steil. Aber das sieht doch schon wieder supi, supi, supi aus. Ich zoome mal ein bisschen. Aber durch die Halsschmerzen bleibt mir manchmal die Stimme so ein bisschen weg und auch die Luft. Wunderschön. Also Sächsische Schweiz, ey, alle Daumen hoch. Dort direkt vor uns ist jetzt die Schrammsteinaussicht. Echt schön. Ja, Schrammsteinaussicht erledigt. Jo, wir sind jetzt vom Schrammstein-Aussichtspunkt oben wieder runter. Genießen hier noch so ein bisschen gerade den Blick in die Ferne und möchten uns für dieses Video dann auch verabschieden. Ganz toller Weg, hier dieser, ich glaube Jägerweg hieß er, Malerweg. Also kann ich jedem empfehlen. Das Einzige, ich hatte jetzt gerade oben richtige Kreislaufprobleme, deswegen habe ich da nicht mehr ganz viel gefilmt, wie ihr vielleicht gemerkt habt, weil ich erstmal runter musste und ein bisschen ausruhen. Sicherheit geht immer vor, kennt mich. Und daher war es das jetzt erstmal. Macht's gut, euer Markus und Marvin. Genau. Ciao.